2018 wurden die 130 Exponate der Ausstellung Das blaue Wunder erstmals in Kukate gezeigt. Danach ist die Ausstellung gewandert nach Süddeutschland, in die Schweiz. Und jetzt ist sie nach Hannover gekommen und bildet hier den Schlusspunkt. Es sind 45 Webereien, die in der Ausstellung vertreten sind. Und sie zeigen durch die Bank Dinge für den Wohnbereich oder auch Kleidung in allen Schattierungen von Blau. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass sie ein starkes Gegengewicht zur industriellen textilen Massenproduktion bildet. Denn sie zeigen durch die Bankunikate Dinge, wo man die Wertschätzung des Materials spüren kann, wo man weiß, das ist ein Stück, das ganz lange hält, das im Prinzip ein ganzes Leben lang begleiten kann. Und damit, finde ich, passt diese Ausstellung wunderbar in die aktuelle Nachhaltigkeitsdebatte. Man sollte sie nicht verpassen.